Mein Name ist Mario, ich bin 49 Jahre alt und ich habe im Herbst 2014 einen Mann kennengelernt, in den ich mich sehr verliebt habe. Ein Mann, der allerdings auch seit seiner Jugend Suizidgedanken hatte, der unter Depressionen gelitten hat, die in den vergangenen 2 Jahren nur sehr unzureichend behandelt werden konnten. Und als ich an Ostern 2016 nicht da war, hat er sich das Leben genommen. Als Konsequenz daraus ist Footpath of Life entstanden. Ein Weg einmal um die Erde, gesäumt von den Bäumen der Erinnerung. Bäume, die ich für diejenigen pflanzen werde, die aus der Mitte unseres Lebens gerissen wurden, aber auch für diejenigen, die zurückgeblieben sind und für die kein Tag mehr so ist, wie es einst war. Menschen, die auch aus ihrer Mitte des Lebens gerissen wurden, um auf das Thema Suizid, aber auch die Folgen, mit denen wir alle zu kämpfen haben nach einem Suizid, aufmerksam zu machen und um das Thema Suizid aus der Tabuzone zu holen. Jeder kann mitmachen. Das heißt, wer einen Baum für einen Menschen pflanzen will, der kann mich über die Website anschreiben und dann wird er auf eine Liste gesetzt. Und irgendwann, bevor es losgeht, werde ich diese Liste an Orten in eine Linie bringen. Und diese Orte werden den Footpath of Life entstehen lassen. Und diese Orte werden mich einmal um die Erde führen. Und daher, je mehr Menschen sich daran beteiligen wollen, je mehr Menschen ein Zeichen setzen wollen für das Leben, umso besser. Und man kann mich auf der Website Footpath of Life direkt anschreiben. Und ja, mehr ist nicht zu tun. Ich habe aus Deutschland zahlreiche Briefe bekommen. Ein Mann beispielsweise, dessen Schwester, dessen Vater und dessen Mutter sich in einem Zeitraum von 3 Jahren das Leben genommen haben. Ich habe Briefe bekommen von Müttern, deren Kinder sich mit 25 das Leben genommen haben. Ich habe letzte Woche ein Schreiben aus Ulaanbaatar bekommen von einer Frau, deren Schwester sich das Leben genommen hatte. Der eigentliche Starttermin für Footpath of Life wird der 2. Todestag von Jürgen sein, an Ostern 2018. Die ersten Monate, die waren ganz, ganz schlimm, weil jeder Tag damit beginnt, dass er nicht da ist. Und dann gehen die Tage weiter mit unendlichen Kreisgedanken, mit was ist passiert, warum bin ich weggefahren, warum habe ich das Handy ausgeschalten, hätte es was geändert, ja, wenn ja, was hätte ich ihn überhaupt aufhalten können, warum hat er sich nicht behandeln lassen. Und die Logik meiner Gedanken und all das, was ich denke, das ist eine Sache und ich weiß, dass am Ende des Tages war es seine Entscheidung und jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich und er hätte viele, viele Möglichkeiten gehabt, an der Schraube zu drehen, um zu versuchen, ob er das mit den Depressionen nicht doch in den Griff bekommt. Und es war seine Entscheidung, das letztendlich nicht zu tun und es letztendlich auch so weit kommen zu lassen. Aber ganz egal, wie klar so ein Gedanke ist und wie logisch und von allen Ärzten, Freunden und jeder, der sich damit auskennt, auch als solches bestätigt, ja. Aber das Herz, das sagt was ganz anderes. Und das Herz, das kann niemand schönreden. Und da ist nichts dabei, was irgendetwas verklärt. Das ist eine Mischung aus Wut, Schuld, Enttäuschung, Liebe, Hoffnung, Versagen und
jetzt ist es, ein riesiges emotionales Loch, ja, und es ist, eine Schwärze und eine Einsamkeit, die ich nicht in Worte fassen kann. Das hier, das ist mein Garten, das ist mein Platz. Wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich wirklich durchgedreht. Hier habe ich die Ruhe gefunden. Hier habe ich, lag ich viele Nachmittage und habe darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Und natürlich ist auch dieser Garten mit sehr vielen Erinnerungen verbunden. Wir haben hier viele, viele Grillfeste gehabt und waren fast jeden Sonntag hier. Und wenn ich hier bin, dann bekomme ich auch hier natürlich sehr viele Nachrichten von Menschen, die mir schreiben und was ihnen passiert ist und infolge von einem Suizid und Mütter, die berichten, wie schlimm das alles war, als sich der Sohn das Leben genommen hat, wie die Umwelt da damit umgegangen ist, dass man sie wirklich schlechte Mütter nannte, die offensichtlich nicht spüren, dass es ihren Kindern schlecht geht. Oder eine andere Frau, die ihren Ehemann zur Arbeit gefahren hat und 30 Minuten später hat er sich im Büro das Leben genommen. Und sie hatte keine Ahnung, was in seinem Leben eigentlich passiert ist. Und es gibt viele Menschen, die verstecken ihre Probleme, ihre Todessehnsüchte so sehr, dass es die anderen gar nicht mitbekommen. Aber die Menschen um einen rum, selbst der nahe Bekanntenkreis, die haben nur eine ganz kleine Perspektive. Die haben nicht gesehen, was in den eigenen vier Wänden abläuft. Sie sehen nicht, wie die Partner nächtelang nicht schlafen und was tatsächlich in ihnen vorgeht. Und sie hören natürlich auch nicht diese wenigen Sätze, die mal gemacht werden, wenn davon erzählt wird, dass man schon ab dem 16. Lebensjahr immer wieder Selbstmordgedanken hatte. Und viele Menschen, die sich das Leben genommen haben, haben wirklich ein Doppelleben geführt. Nach außen immer der Lustige, der Gute. Und auch Jürgen hat das gemacht. Er hat auch letztendlich beim Psychiater hat er auch nicht das erzählt, was eigentlich tatsächlich in ihm vorgeht. Und es gibt auch verschiedene Ebenen natürlich, warum sich Freunde oder Verwandte abwenden oder abkapseln, weil am Anfang nach so einer Suizidnachricht ist der Schock so groß, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Und man findet auch keine Worte dafür. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Und dann verstreichen die Tage und die Wochen und dann ist irgendwann der Punkt, wo viele auch denken, oh Gott, jetzt habe ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet. Jetzt weiß ich erst recht nicht mehr, was ich als Entschuldigung bringen soll. Also jetzt warte ich einfach mal ab. Und irgendwann ist es dann einfach ganz rum, weil sie natürlich nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber beim nächsten Zusammentreffen so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, schmerzt. Und für mich wäre es schon genug, wenn Leute einfach nur sagen würden, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ja, es geht um die Geste, es geht um eine wortlose Umarmung. Und neben dem Verlust von einem Partner oder von einem Kind oder einem Bruder, Schwester, Eltern, ist der Verlust des Freundeskreises und den Menschen, die einem eigentlich nahestanden, von denen man dachte, das sind wirklich enge Freunde, das kommt noch obendrauf und das ist so schlimm. Und man steht emotional und im Leben steht man plötzlich sehr alleine da. Und ja, daraus lässt sich nichts Gutes ziehen. Höchstens die Tatsache, dass man irgendwann weiß, wer seine richtigen Freunde sind. Wir haben auf der Welt Abermilliarden von Bäumen und es gibt nicht einen einzigen Zwillingsbaum. Es gibt nur Individuen und
Deshalb ist ein Baum das perfekte Symbol für Liebe, für Freundschaft. Und die Liebe ist wie Bäume im Wald, keiner gleich dem anderen. Und je älter ein Baum wird, umso schöner ist er. Und das gilt letztendlich auch für die Liebe und auch für die Freundschaft. Und deshalb sollen es Bäume sein, die wir pflanzen für die Menschen, die nicht mehr da sind, damit die Erinnerungen wachsen können und so wachsen können, wie einst die Freundschaft einfach auch gewachsen ist oder die Liebe. Und sie sollen, ja, auch Liebe und Freundschaft ist den Jahreszeiten unterworfen. Auch daher passt ein Baum sehr gut. Es gibt durchaus auch frostige Zeiten in einer Beziehung. Aber auch viel Frühling, viel Sommer, manchmal auch ein bisschen Herbst. Manchmal stirbt auch ein Baum. Aber deshalb sind Bäume das perfekte Symbol. Und deshalb wird Footpath of Life, wird ein Ring um die Erde gesäumt von den Bäumen der Erinnerung. Hier in Frankfurt hat alles begonnen. Die Liebesbeziehung, das Drama und Footpath of Life. Hier wird der erste Baum gepflanzt werden und nach 10 bis 15 Jahren, nach über 75.000 Kilometern, werde ich auch hier wiederum in Frankfurt ankommen und den Kreis schließen. Footpath of Life wird auch dazu beitragen, dass ich wieder diesen Mario finde, den es früher mal gab. Weil ich mich auch meinen Ängsten stellen werde. Es gibt eine sehr, sehr große Angst, die ich habe. Ein Gefühl, das sich schon seit langer Zeit, eigentlich schon seit Jahren in mir breit macht. Das ist eine Einsamkeit. Eine Einsamkeit, die ich auch in einer Beziehung habe nicht ablegen können und die mich in einem eisernen Griff hält. Und ich glaube, dass ich mich dieser inneren Einsamkeit stellen muss. Und der kann ich mich nur dadurch stellen, dass ich mich tatsächlich auch körperlich in meinem Leben in diese Einsamkeit hineinbegebe. Dieser Angst, sich zu stellen mit allen Konsequenzen, nur das wird mir Freiheit bringen. Das wird mich über kurz oder lang von diesem sehr unangenehmen Gefühl auch befreien. Weil Einsamkeit ist eigentlich nichts Schlimmes. Manchmal ist es wirklich notwendig, eben auch selbst ganz neue Wege zu gehen, selbstbestimmt zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll, und aber eine Reise anzutreten, die ins Leben führt. Auch wenn es noch so hart und wenn es noch so unvorstellbar ist. Das ist durchaus das Ziel. Und dadurch Menschen auch Hoffnung geben zu können, die in einer schrecklichen Phase ihres Lebens sind, zu sehen, es geht weiter. Aber natürlich auch soll meine Geschichte erzählen, was denn mit denen passiert, die zurückbleiben müssen. Und ich wage nicht zu glauben, dass es vielleicht eines Tages passieren mag, aber ich habe einen ganz, ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht auch jemanden abhält, einen Suizid zu begehen.